Stellt euch mal Minecraft vor, aber in der Vogelperspektive und mit einer süßen 8-Bit-Grafik. Dazu noch eine kleine Storyline, genau wie ein komplett anderes Kampfsystem. Willkommen in RPGCraft, einem neuen Weg Minecraft zu spielen, entwickelt vom YouTuber Toyu. Für dieses Video habe ich mir das eigenständige Game einfach mal runtergeladen und versucht es durchzuspielen. Ob das in diesem besonderen Modus überhaupt möglich ist und was ich für verrückte Dinge auf meiner Reise gefunden habe, seht ihr jetzt. Okay, dann wollen wir mal. Ich starte das erste Mal RPGCraft. Let's go! Okay, seht ihr das? Yo! Es gibt einen Titelbildschirm. Es gibt Optionen. Das ist viel mehr, als ich gedacht hätte. Ich bin gespannt, was mich gleich erwarten wird, wenn ich hier auf neues Spiel klicke. Ein neuer Tag, eine neue Möglichkeit für ein neues Abenteuer. Yo, das ist Steve. Steve in seinem kleinen süßen Haus. Ja, das ist gar nicht so hässlich. Okay, wir haben rechts oben eine Kiste. Da können wir unser Inventar öffnen. Da sehen wir auch direkt, dass wir aktuell 0 Dablonen haben, also vermutlich Geld einfach. Hier an der Seite haben wir nochmal ein kleines Equipment-Dings. Boah, das kann man verschieben, wie cool. Und hier können wir dann unsere Quests öffnen. Hä, das ist übercool gemacht. Yo, guckt euch das an, ich bin Steve. Und, kurze Zwischenfrage. Was ist mit meinem Po los? Warum habe ich so einen verdammt coolen Po? Was macht ein Steve für Training? Ich will das auch machen. Okay, wir haben hier ein Bett, da können wir schlafen gehen. Dann haben wir hier Wasser, können wir, okay, Treppen können wir scheinbar nicht hochlaufen. Wir haben hier so Blätter, da können wir auch nicht rein. Ich denke, wir gehen einfach mal hier diese Treppe runter. Zumindest glaube ich, dass es eine Treppe. Genau so ist es. Alright, also das ist das Untergeschoss von unserer kleinen Hütte. Dann haben wir hier einmal eine Kiste. Was ist denn? Oh, eine Spitzhacke. Die nehmen wir natürlich direkt. Zeit zu meinen. Ich bin bereit. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das gibt mir so Pokémon-Vibes. Also das ist so, das ist schon 2D, aber halt aus dieser schrägen Vogelperspektive. Aber irgendwie gefällt mir das Design. Das ist absolut mal was anderes. Let's go. Wir gehen einmal raus, wenn ich das hinkriege. Jo, wir sind außerhalb. Ey, das ist die Welt aus dem Ladebildschirm. Boah, das ist übercool. Das ist übercool. Ich bin gespannt, was wir hier alles entdecken können. Und vor allem, wie die generelle Story abläuft. Steves Haus. Okay, das hätte ich mir fast schon denken können. Dann haben wir da drüben noch ein weiteres Schild, wo drauf steht, dass wir ja nicht den Baum schlagen sollen. Wisst ihr was? Dieses Spiel hat mir gar nichts zu sagen. Ich mach's einfach trotzdem. Wir haben einen Stock bekommen. Aua, 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 aua. Okay, wir konnten das ganze Ding nur einmal schlagen, aber haben jetzt wirklich einen Stock im Inventar. Oh, und hier ist noch eine weitere Kiste. Ein Schwert. Wir haben ein Eisenschwert. Wie können wir das benutzen? Wie kann ich Sachen angreifen? Ich bin mir nicht sicher, aber dass man so die Kamera drehen kann, ist überwild. Okay, hier geht's einmal über diese Brücke rüber. Dann haben wir da einen wunderbaren Brunnen. Dann haben wir hier einen... Ist das ein Grab? Rest in Peace, Jerry. Rest in Peace, Jerry. Wir werden dich niemals vergessen. Von vielen ignoriert, von niemandem geliebt. Wer schreibt denn sowas Trauriges auf einen Grabstein? Ich habe keine Ahnung, wer Jerry war. Ich muss erstmal noch ein bisschen was erkunden. Was ist denn das hier? Es ist ein Kapibara. Ja, wir können das streicheln. Oh mein Gott, es gefällt ihm. Das ist ja unfassbar süß. Wir können Kapibara streicheln. Ja, diese Startwelt ist größer, als ich gedacht habe. Können wir hier in dieses Villager-Haus rein? Natürlich geht das auch. Okay, und da ist ein Busch, wo wir uns drin verstecken können und ein Dorfbewohner. Hey Steve, ich muss die Miete diesen Monat bezahlen. Gibt es irgendeine Chance, dass du mir ein Emerald aus der Höhle holst? Aber na klar, kleiner Villager. Wir haben unsere erste Quest bekommen. Finde einen Weg, ein Emerald aus der Höhle zu holen und bring ihn zum Villager. Ich denke, das kriegen wir hin. Okay, das letzte Schild, bevor es in die Mine geht. Was steht hier drauf? Hinter diesem Punkt sind Monster und wir sollten vorsichtig sein. Okay, wird gemacht. Oh, never mind. Wir können da... Das ist ja übercool. Wir können da durchlaufen. Und hier ist unser... Und jetzt sind wir auf so einer Art Minimap. Okay, das muss ich alles später noch erkunden. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Emerald für den Villager. Auf geht's, ab geht's. Was soll schon passieren? Okay, das sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus. Eingang zur Höhle. Geh weiter, wenn du willst.
Ja, aber auch sehr, sehr wild. Wir sind jetzt in der Höhle und hier muss irgendwo ein Emerald sein. Oh nee, das wird verwirrend. Ich habe jetzt schon keine Orientierung. Warum sind hier Zombies? Wie greifen wir die an? Yo, was passiert? Es gibt ein neues Kampfsystem. Was ist das? Was ist das denn jetzt? Wie gesagt, ich habe mich im Vorhinein nicht informiert. Ich habe mit allem gerechnet. Ich dachte, das wird jetzt so Minecraft Dungeons mäßig. Aber was ist das? Wir haben links unten unsere Herzanzeige und können jetzt hier verschiedene Felder auswählen, wo wir vielleicht drauflaufen. Okay, und mit T können wir unseren Zug beenden. Können wir den angreifen? Nee. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal auf das Zombie zu und kann es jetzt angreifen. Ja, okay, also jetzt kämpfen wir. Und wenn wir damit fertig sind, dann greift der Zombie mich an und dann greifen wir wieder ihn an. Oh, nee, und da hinten kommt direkt der Nächste. Okay, okay, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Attacke! Gott, wir machen dem echt nicht so viel Schaden. Okay, wir haben ihn. Okay, hier ist halt noch ein Zombie. Ich glaube, wir kämpfen auch mal gegen den. Da wird schon nichts passieren. Es sind zwei auf einmal, ist mir egal. Oh, ich hab die ganze Zeit mit der Faust angegriffen. Ich bin so dumm. Jo, das muss mir doch jemand erklären. Okay, jetzt haben wir ein Schwert, was auch sehr, sehr süß aussieht. Und jetzt wird dieser Zombie ordentlich vermöbelt. Oh, nee. Da kommt direkt der Nächste. Was soll denn da? Oh, okay. Wir one-hitten die einfach. Das ist chillig. Und drauf da! Let's go! Wir haben wieder ein bisschen Leben dazu bekommen und können jetzt, glaube ich, diesen Emerald hier abbauen. So, einmal das Schwert wieder raus. Die Spitzhacke... Ah, wir können die Spitzhacke gar nicht in die Main-Hand nehmen. Die wird gar nicht richtig angezeigt, aber können wir das trotzdem abbauen? Ja, wir haben unseren ersten Emerald! Okay, jetzt müssen wir den nur noch dem Villager vorbeibringen. Keine Angst, ich werde die Höhle aber gleich natürlich nochmal richtig erkunden. So, dann einmal rein in diese wunderbare Hütte und dem Villager sein Emerald geben. Hallo Steve, schön dich zu sehen. Hast du den Emerald, den ich gewollt habe? Aber na klar. Ey, wir haben einen Apfel bekommen. Yo, das ist vielleicht gut, keine Ahnung. Sieht aus wie das perfekte Essen für ein Kapibara. Okay, Freunde, ich muss da einmal ganz kurz was ausprobieren. Ey, Kapibara-Freund, ich habe hier einen Apfel für dich. Ja, den würde ich ihm gerne geben. Was ist passiert? Sind wir Freunde? Wir können das rekrutieren. Ist das jetzt mein Freund? Oh, ich dachte gerade, es läuft mir hinterher. Ich dachte, wir hätten jetzt vielleicht irgendwie ein Kapibara als Haustier sozusagen. Vielleicht können wir später nochmal mit dem kämpfen, aber gerade scheint es nicht zu gehen. Okay, wie versprochen, jetzt wird erstmal weiter die Höhle erkundet. Also klar, wir haben den Emerald eigentlich abgehakt, aber hier ist auch noch eine kleine Kiste. 100 Münzen, wie stark. Und können wir das Ding auch abbauen? Jo, wir haben unser erstes Eisen. Und hier noch ein Zombie, gegen den wird natürlich auch direkt gekämpft. Auf geht's, ab geht's, der ist doch eh One-Hit. Das war easy. Okay, ein weiteres Zombie, wir kämpfen gegen alles, was hier irgendwie auftaucht. Unser Kapibara ist am Start. Kämpft unser Kapibara jetzt für uns? Das wäre der Traum. Wenn das Ding... Wir können das steuern. Jo, das hat 100 Leben. Warum ist das Ding so stark? Ey, wir haben jetzt einfach einen Atzen, der für uns kämpft. Beziehungsweise... Wir können ihn auch beeinflussen. Das ist ja übernice. Okay, Zombie ist down und wir sind jetzt schon unfassbar stark unterwegs. Let's go, unser erster Diamant. Okay, die Höhle ist damit gelootet. Mal gucken, was es sonst noch so für Aufgaben für uns gibt. Hey Steve, planst du immer noch raus aus dem Dorf und auf ein Abenteuer zu gehen? Das ist eine verdammt dumme Idee. Meine Homie Stan hat das auch gemacht und jetzt ist er tot. Das klingt sehr gut. Danke, Villager. Trotzdem hast du mir absolut gar nichts zu sagen. Okay, mal gucken, wo wir uns auf dieser Minimap alles hinbewegen können. Hier gibt's wirklich viel, viel mehr zu entdecken, als ich gedacht hätte. Yo, da ist ein Rune Portal. Starten wir trotzdem erstmal hier mit diesem Turm rein. Oh, das ist so ein kleiner Dungeon. Okay, wir müssen direkt gegen das Skelett kämpfen. Das wird aber absolut gar kein Problem. Zum Glück habe ich mein Eisenschwert und mein Kapibara dabei. Okay, die nächste Etage und der nächste Kampf. Ey, warum greifen die mich an? Die machen ja wirklich viel Schaden. Oh nee, mein Kapibara ist stuck. Ich kann damit nicht angreifen. Oh, wir sind fast tot. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Egal, das wird schon passen. Ich lauf mal weiter. Jo, wir sind ganz oben angekommen. Was gibt's in der... Okay, wir haben theoretisch einen Eisenhelm. Das einzige Problem, mich hat ein Skelett angegriffen. Nein, es hat mein Kapibara angegriffen. Was soll das? Los, Kapibara, zerstör ihn. Okay, was gibt's denn hier für schöne
Blut, wir haben einen Eisenhelm. Jo, und den können wir uns doch jetzt so einfach anziehen. Das sieht ja unfassbar niedlich aus. Alright, ich glaube, unser erster Turm ist damit abgeschlossen. Mal gucken, was man hier noch so finden kann. Der Turm hier ist abgehakt, aber hier rechts das Rune Portal, das interessiert mich schon auch extrem. Hallo, was zur Hölle geht hier bitte ab? Okay, also die Bäume können wir scheinbar nicht abbauen oder so. Aber wir haben dafür hier ein Crafting Table. Da steht allerdings, dass wir nicht genug Materialien besitzen. Okay, okay, wir finden da schon alles heraus, was man hier machen muss. Oh, da hinten ist eine Kiste. Sehr interessant. Und das Portal ist, glaube ich, auch schon fertig. Das bedeutet, eigentlich brauchen wir nur einen Flint and Steel. Vielleicht sind wir da ja hier hinten erfolgreich. Rein da! Oh, genau das, was ich vermutet habe. So, dann einmal rüber zum Crafting Table. Der wird gelinksklick und wir haben ein Feuerzeug. Oh Gott, ich weiß echt nicht, ob ich bereit bin, jetzt schon in den Nether zu gehen. Hier rechts unten ist so eine komische Textur. Ich denke mal, wir müssen die links klicken. Oh mein Gott, wir können in den Nether. Sollen wir wirklich jetzt schon hier reingehen? Ich weiß nicht, ob das eine dumme Entscheidung ist, aber wir müssen es tun. Wir wollen irgendwie Minecraft durchspielen. Yo, der sieht absolut cool aus. So, was ist hier für ein Schild? Ey, es gibt einen Shop. Niemals. Wir sind jetzt in einem Warped Forest. Hier ist ein Enderman. Oh, ich habe den Enderman aus Versehen herausgefordert. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ich glaube, da drüben. Wir müssen erstmal zu dem hinlaufen. Yo, der kann sich weiter bewegen als andere Mobs. Das ist sehr interessant. Yo, wir haben eine Enderperle bekommen. Okay, wir sollten auf jeden Fall auch weiterhin alle Mobs, die wir irgendwie finden, herausfordern. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Hallo, kleiner Villager. Was hast du denn Schönes im Angebot? Oh, er verkauft uns einen Diamant. Yo, der Diamant kostet nur 100 Münzen. So viel haben wir. Das heißt, wir haben davon jetzt unseren zweiten. Und ich denke, ihr wisst alle, was das bedeutet. Wir craften uns eine Jukebox. Was? Eine AK-47? Kurze Frage. In was für eine Richtung geht das hier gerade? Also ja, es war mir klar, dass wir uns jetzt nicht eine Jukebox, sondern eher ein Dia-Schwert craften können. Aber ich habe niemals mit einer AK gerechnet. Was ist denn jetzt los? Aber gut, ich vermute einfach mal, damit können wir Blazes gut auseinandernehmen. Hier drüben ist ganz zufällig direkt eine Festung. Oh, und hier drüben sind unsere... Oh mein Gott, sind die niedlich. Oh mein Gott, sind die niedlich. Los, guckt mir noch einmal ins Gesicht. Dreht euch... Habt ihr schon mal sowas Süßes gesehen? Ist mir egal, ich zerstöre sie trotzdem. Oh, durch unsere AK können wir Monster jetzt auch von weiter weg abschießen. Und sie macht 170 Damage? Warum ist die Waffe so OP? Naja, egal, mir soll's recht sein. Wir haben unsere zweite Blaze Rod. Wird Zeit, den Nether wieder zu verlassen. Schau sie, war echt eine gute Zeit. Yo, also ich muss sagen, dieser Screen hier, ich finde den immer wieder cool. Ich liebe diesen Vogelperspektiven-Pixel-Look, das erinnert mich einfach so sehr an Pokémon. Beziehungsweise eigentlich auch an jedes andere RPG, aber es ist wirklich extrem wild, mal so Minecraft zu spielen. Falls euch das übrigens genauso geht, dann könnt ihr mich jetzt mit einem Like und auch einem Abo wirklich extrem supporten. Das würde mich ultra freuen. Danke an jeden von euch, ich bin gerade am Vorproduzieren und aktuell stehen wir kurz vor den 500k. So, jetzt aber mal weiterschauen, was wir hier hinter den Bergen so entdecken können. Yo, was ist das bitteschön? Stans Haus. Yo, ich weiß, wer Stan ist. Das war der mit dem Grabstein. Okay, da können wir ganz einfach durchgehen, aber ich glaube, hier ist leider nichts Brauchbares drin. Ich habe keine Ahnung, was hier mit diesem Dorf passiert ist. Oh, ein Crafting Table. Enderaugen. Wir haben zwei Enderaugen. Okay, scheinbar kann man sich an jedem Crafting Table was anderes machen. Und hier haben wir ganz entspannt Enderaugen bekommen. Ja, aber irgendwas muss doch hier noch sein. Also wir haben jetzt Enderaugen, die wir theoretisch vielleicht irgendwie werfen können. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie zur Hölle das funktionieren soll. Oh, ich habe es doch gewusst. Hier ist ein kleiner Keller. Oh mein Gott, Freunde. Ist das das, was ich denke, was es ist? Ich glaube, ja, wir sind im Stronghold. Das ging alles gerade schneller, als ich gedacht habe. Das Ding sieht unfassbar cool aus, aber ich glaube, wir gehen gleich ins End. Und wir haben sogar nur ein Enderauge gebraucht. Ich muss vorher allerdings nochmal erkunden, ob es nicht doch noch irgendwas auf der Minimap gibt. Es tut mir absolut
leid, aber wenn ich solche Spiele spiele, dann bin ich so ein Typ, der wirklich alles erkunden will. Yo, hier geht's lang, hinter dem Rune Portal. Ich wusste doch, ich habe irgendwas übersehen. Okay, das muss einfach irgendwas Geheimes sein, wenn der Weg hierhin so lang ist. Wer sind die Kollegen? Yo, was geht ab? Hey, willkommen in meinem Café. Hier ist ein Geschenk für dich. Eine Pistole. Hab einen schönen Tag. Ja, den werde ich auf jeden Fall haben. Und wie sieht's mit dir aus, Kollege? Hallo und willkommen im Café. Was willst du bestellen? Ich brauche mehr Männer für mein Abenteuer. Hört sich gut an, wir sind dabei. Okay, also teilweise ist das Spiel wirklich sehr, sehr random, aber ich nehme jede Unterstützung, die ich kriegen kann. Ich denke, wir sind wirklich bereit, ins End zu gehen und Minecraft durchzuspielen. Beziehungsweise, was für Minecraft? Das ist eher RPG-Craft. Ist hier irgendwas Verstecktes noch? Sieht nicht so aus. Ich platziere es. Jo, das sieht episch aus. Jetzt wird's ernst, Freunde. Wir gehen durch. Okay, wir starten auf einer Obsidian-Plattform und hier ist irgendwie schon ein bisschen Holz platziert. Und, ja, die Brücke ist weg. Wir ignorieren das einfach mal. Okay, hier drüben sind Endermen, aber gegen die können wir dieses Mal gar nicht kämpfen. Interessant. So, was gibt's denn hier noch Schönes auf der Insel? Wir haben einmal ein Drachenei, aber kein normales, sondern ein kaputtes Drachenei. Sieht so aus, als wäre da irgendwas in letzter Zeit geschlüpft. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Und warum zur Hölle ist da eine Among Us-Figur auf dem Endcrystal? Was passiert hier? Okay, ich erkunde erstmal weiter die Endinsel. Oh mein Gott! Und in der Mitte ist der Enderdrache. Aber wie süß sieht der bitte aus? Guckt ihn euch an. Der ist ja... Oh mein Gott, der ist unfassbar niedlich. Versprochen, wir kämpfen gleich gegen ihn, aber erstmal müssen wir natürlich die Kristalle zerstören. So, hier ganz intelligent hoch und einmal links klicken. Ich wünschte, Kristalle zerstören wäre immer so easy. Let's go! Alle sind down. Zumindest glaube ich das. Können wir jetzt gegen den Enderdrachen kämpfen? Oh mein Gott, der Enderdrache guckt uns an. Was machen wir? Bekämpfen wir ihn oder streicheln wir ihn? Wisst ihr was? Ich bin eigentlich immer ein strikter Gegner von Gewalt und aus dem Grund streicheln wir ihn einfach mal. Wir haben den Drachen gestreichelt. Er sieht sehr glücklich aus. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt? Jo, okay, das ist wirklich ein Plot-Twist. Scheinbar muss man den Drachen gar nicht bekämpfen, sondern einfach nur nett sein. Und das tut's dann auch schon. Das Portal ist jetzt offen, Doppelpunkt D. Naja gut, dann würde ich sagen, laufen wir da doch einfach mal durch, oder? Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas passiert oder ob wir das Spiel jetzt wirklich Was? Was ist jetzt los? Punkt, Punkt, Punkt. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das ist doch nicht... Oh Gott, Freunde, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind auf einer Among Us-Map. Was passiert hier? Wir können uns nicht mal in den Betten ausruhen oder so. Aber ist irgendwie cool, diese Mischung aus dem Spiel und Minecraft. Und in der Mitte ist der Knopf für das Emergency-Meeting. Was ist hier los? Was ist das für... Was ist das für ein weirdes Spiel? Okay, wir kommen jetzt scheinbar wirklich zum finalen Kampf. Und zwar gegen Among Us Charaktere. Zum Glück haben wir unsere AK. Ich glaube, wir können die auch aus der Entfernung abschießen. Los geht's, Kollege. Okay, nur 10 Damage. Besser als gar nichts. Und weiter geht's. Okay, der ist down. Sehr gut. Los, Capybara. Du bist das coolste Ding aller Zeiten. Und jetzt ihr beide. Ich glaube an euch. Let's go. Das war easy. Du hast es geschafft, Steve. Du hast endlich deinen größten Feind besiegt. Dein Abenteuer ist zu Ende. Yo, was ein unfassbar wildes Spiel. Es war teilweise auch wirklich random, aber es hat mir echt gefallen. Falls euch das genauso geht, dann schaut unbedingt mal beim Ersteller vorbei. Der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich habe absoluten Respekt davor. Checkt außerdem auch sehr, sehr gerne jetzt in der Endcard das letzte Video genau wie Mini Gustav ab. Würde mich persönlich wirklich extrem freuen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann als nächstes am Donnerstag wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.